Ich sehe gerade was, ich habe wieder was verkehrt geschrieben. Die Tastatur ist nicht mehr das, was es war. Koreanisch. Koreanische Süßigkeiten. Muss nochmal nachlesen. Koreanische Süßigkeiten. Ich kann nicht mehr schreiben. Süßig. Hier ist sie drauf. Gkeiten. Ich schreibe dann ruhig mal. Ja? Mit Doppel-S, also ein scharfes S. Auch wenn es eigentlich heutzutage nicht mehr geschrieben wird. Nicht Fragezeichen. Süßigkeiten, Box. Ja, das war's. Nochmal neu. Das Intro drehen. Drücken wir mal die Daumen, dass er nicht der Rechner abschmiert. Und damit einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Unboxing auf meinem Kanal auf YouTube. Ja, ich hatte ja mal vor längerer Zeit die gedickte japanische Süßigkeitenbox euch vorgestellt, euch gezeigt. Und jetzt habe ich die koreanische, wie ihr vielleicht im Titel schon gesehen habt, die koreanische Süßigkeitenbox. Wieder klein, aber fein. Die hat gekostet 26,95 €. Wenn ihr auch so eine Box haben möchtet, Link in der Videobeschreibung. Da gibt es auch natürlich andere Boxen, amerikanische Süßigkeiten, japanische und. Bin ja mal gespannt, was da Schönes drin ist. Unboxing-Messer ist am Start. Ich hoffe, mein Rechner stürzt nicht ab, weil das ist nämlich vorhin schon passiert. Das hat mich ärgert, aber so was von. Ich muss das Video entweder schneiden, was ich gerade aufgenommen habe, oder man macht einen Zweiteiler daraus. Das Ein Video ist noch 5 Minuten, wenn es hochkommt. Ja. Wow. Wieder vollgepackt. Bis oben hin. Junge, Junge. Ja, klein, aber fein. Hier haben wir noch ein paar Informationen. Hier ist dieses Buch, was alles übersetzt auf Deutsch. Deine koreanische Süßigkeitenbox. Die japanische war ja schon sehr geil. Aha. Oh, das gefällt mir jetzt schon. Komm mal zuletzt rein. Oder machen wir da zwischendurch? Ich weiß es noch nicht. Weil ich kann weder Japanisch, nicht Koreanisch, nicht Italienisch, nicht Schwedisch, auch nicht Russisch, nicht Türkisch. Kann gar nichts davon. Als erstes haben wir was. Crispy Seaward Snack. Also quasi Seetang. Sieht man ja auch an der Farbe und an der Form. Seetang. Müsst ihr aufpassen, ist sehr salzig. Und wer kein Fisch mag, für den ist es nichts, weil es sehr nach Fisch schmeckt. Und es ist sehr ölig. Weil die kenne ich selber. Die gibt es beim Sushi-Macher. Nur die sind hier getrocknet. Getrocknete Seeblätter. Auch dünn. Und wer mit Blutdruckproblemen hat, darf auch nicht viel essen, weil die Salze sind. Leicht scharf. Aber lecker. Ja, sind ganz schön ölig. Ich glaube, ich gucke zwischendurch mal rein. Ja, Algenschneck. Wenn du den Algen aus Essen zum Essen denkst, wirst du wohl meistens an die Algen denken, die du beim Sushi benutzt.
Sind nicht viel drin, aber sind manchmal schweineteuer. Genau wie die Trockenfleisch. Die sind noch nicht gerade günstig. Dann haben wir als nächstes das könnte so ein Krümelzeug sein für Eis. Oder für Muffin. Das müsste mit Karamell sein. Karamell-Toppings. Wie gesagt, ich kann das nicht lesen. Kannst auch einen Kaffee reintun, dann lösen sie sich auf, dann kriegst du so einen Karamellgeschmack. Nicht schlecht. Nicht fein, wollte ich gerade sagen. Nicht schlecht. Das ist eher das Wort, was ich suche. Hier mal nicht so viele raus. Ja, so sehen sie dann aus. Lecker süß. Boah, die schmecken auch so gut. Aber hier kannst du zum Beispiel sehen, Karamell. Im Kaffee, auf Eis, auf Pudding. Da hast du noch so einen kleinen Crunch. Quasi wie diese Kürbiskerne, die du im Salat rein tun kannst. Das ist halt für was Süßes. Schön. Gefällt mir auch. Dann haben wir, müsste was Saures sein. Mit Erdbeer auf jeden Fall. Erdbeer. Weil der, ich glaube, der weint. Oder ist er so, das ist sauer. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Probieren wir es aus. Jetzt muss es ja natürlich noch saurer sein, weil durch diesen Karamell, der sehr süß ist, ist es nämlich noch saurer. Schneiden wir mal ein Stückchen ab. Ja. So. So sieht's aus. Kennt man ja auch aus von hier in Deutschland. Ist sauer. Aber nicht so sauer, wie die da beschrieben haben, dass man nun ein Gesicht macht. Also so sauer ist das nun auch nicht. Aber lecker. Ja. Und die Erdbeer schmeckt auch ziemlich natürlich, weil japanische, koreanische Süßigkeiten haben immer so, das war mein Handy, Fußball, immer so chemisch schmecken soll. Also bis jetzt fand ich das nicht der Fall. Außer man ist da so dran gewöhnt, dass man nicht anderes kennt. Dann haben wir ein paar Chips. Black Bean, schwarze Bohnen. Schwarze Bohnenchips. Hört sich auch sehr interessant an. Ich merke schon, das Video wird ein bisschen länger. Ich hoffe, ihr habt Zeit. Und ich probiere nur an. Und was doppelt ist, lasse ich natürlich zu, weil dann hält sich das länger. So sehen die aus. So zum Innen. Ist so wie ein Puffreis. Der Geschmack kommt mir aber bekannt vor. Süßlich. Mir sagt der Geschmack was. Maismäßig. Sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Ja, die gefallen mir sehr, sehr gut. Sehr süß. Ja, super, super geil. Mega. Dann haben wir hier was zu trinken. So ein Milchgetränk. Das ist meistens noch so aus Milchpulver und Wasser. Original. Carbonat Drink. Nummer 1 in Korea. Cream Soda. 250 Milliliter. Schade, dass ich das kein Glas hier habe. Dann könnte ich euch nicht zeigen, wie die aussieht. Das ist nämlich milchhaltig, das Getränk.
Ist denn hier Pfand drauf? Tatsächlich, hier ist Pfand drauf. Aber musste extra drüber geklebt werden für Europa und alles. Ist draufgeklebt. Weil die Koreaner und Japaner, die kennen doch kein Pfand. So wie bekloppten Europäer. Wir kennen Pfand. Ungefähr so sieht's aus. Ja, ein bisschen sieht man. Lass drauf hier. Lecker. Ja, also eine ganz leichte Zitronennote mit Joghurt. Milch und Joghurt-Flavor. Ja, so ein leichter Joghurtgeschmack kommt durch. Wow. Das gefällt mir auch. Leichte Kohlensäure. Auch nicht so viel. Sehr schön. Hier haben wir noch eine. Das müsste, glaube ich, ein Energy Drink sein. Retro-Edition. McCool. Nicht McCool, sondern McCall. McCall. Die lassen wir zu, weil ich kann die alles auf einmal austrinken, dann kriege ich einen Wasserbauch. Dann haben wir ein paar kleine Bömmchen. Ja, die Bonbons, die lasse ich also auch, weil dann bin ich schon stundenlang am Rumlutschen. Und das wollen wir ja nicht. Joghurt Candy, also Joghurt Bonbon. Noch ein Joghurt Bonbon. So sieht der Bonbon aus. Müsste, glaube ich, Apfel sein. Könnte Apfel sein. Wie gesagt, ich kann es nicht lesen. Joghurt Candy, der dritte. Schade, dass ich keinen Counter habe. Bing, bing, bing. Guck mal, wegen die ganzen Bombchen. Die können wir ja mal alle nach und nach rausholen. Das ist auch auf jeden Fall ein Bonbon. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist das so eine gemischte große Tüte. Dass mehrere Sorten drin sind. Hier ist noch ein Bäumchen. Noch ein Bäumchen, noch ein Bäumchen, noch ein Bäumchen. So viele Bonbons. Für nach und nach, für unterwegs, für zu Hause. Jetzt noch ein paar Bäumchen. Ich könnte mir so vorstellen, dass das eine große Tüte ist. Mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Gibt es hier auch bei uns. An den zwei sind zum Beispiel zwei Sorten, Orange und Zitrone. Und da fliegt der Christoph mal gerade rum. Ja, da fliegt öfters hier hin und her. Noch ein Böhmchen, noch ein Böhmchen. Die wollen ja wohl nicht alle probieren. Und noch ein Böhmchen. Noch ein Böhmchen und noch ein Böhmchen. Mein Gott, so viele Bonbons. Wunderbar. Noch ein Bonbon. Noch ein Bonbon. Mein Gott, das ist eine ganze Bonbon-Armee. Die sollte doch überfallen werden. Ne? So, also diesmal was anderes. Mit Pfirsich sieht man, oder Aprikose. Das könnte so eine Art Mao-Arm sein. Oder Huba-Buba. So ein Kaubonbon oder Kaugummi. Sieht sehr nach einem Kaugummi aus. Was mache ich als letztes? Packe ich schon mal ein bisschen schon mal aus. Entweder ist es ein Kaubonbon oder ein Kaugummi. Sieht auf jeden Fall schon ganz schön niedlich. Quasi die Hälfte von normalen Hubabubba. Habe ich heute noch an der Kasse gesehen, beim Supermarkt. Dann haben wir Onion Rings, also Zwiebelringe. Kennt man ja auch hier bei uns. Ist also auch sehr beliebt bei denen. Ringe mit Zwiebeln gewürzt. Ringe mit Uinsmaak. Das war niederländisch. Beignets sowie um Oignon. Aufpassen, probieren geht über studieren. Messer.
so sehen sie aus und so sind sie weg. Ganz klassischer Ring mit Zwiebelgeschmack. Aber auch sehr lecker. Wie gesagt, das gibt es ja auch bei uns in Deutschland. In den Niederlanden, überall. Ich glaube, von Kanifrisch gibt es die. Und hier haben wir, die sehen aus wie kurze Macaroni. Tteokbokki Snack. Koreanische Cracker. Cracker auch Tteokbokki Bigwan. Bigwan. Das gibt es bei uns, glaube ich, nicht. Außer man hat einen größeren Teil in den japanischen Supermarkt in der Nähe. Dann könnte man da vielleicht auch Glück haben, dass man das da auch kriegt. Sehen auf jeden Fall wie Nudeln aus. Und leicht scharf, weil die Färbung sagt schon alles. Eher süßlich. Doch, eine leichte Schärfe kommt raus. Im Abgang. Und sehr lecker. Süß und scharf. Die Frau ist ganz gerührt, weil die so lecker schmecken. Oh, sie ist super. Reingeguckt. Yam yam. Dann haben wir wieder Korean traditionelle Macaroni Corn Snack. Also wenn das eine Macaroni ist, ne, dann haben sie die überfahren. Mit einer Walze. Ist doch keine Macaroni. Was ich aber dieses Mal wohl, glaube ich, vermisse, ein Infoheft, was bei der Japan-Box dabei war. Mit einer Karte dabei, zum Beispiel. Hier ist nur das Heft, was wo alles drin ist. Und noch ein paar Infos, wie was hergestellt wird. Oder irre ich mich jetzt? Ne, 12 spannende Informationen über Korea. Das ist also doch sowas drin. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten mussten wir einen Snack aus den Broschüren nehmen. Statt die Nummer 1, der Broschüre bekommst du Chevy Choco Chip Cookies. Ah. Naja, kann ja mal vorkommen, dass mal was fehlt. Lieferschwierigkeiten ist kein Problem. Hauptsache, die haben eine gute Ergänzung. Hallöchen, wie geht's? Wie steht's? Gut, danke der Nachfrage. Wie gesagt, dass mein Rechner gerade abgeschmiert ist beim Dreh der ersten Box. Das ist natürlich Schitter. So sieht's auch aus und so schmeckt's. In der Zeit hol ich das andere raus. Ganz schön hart. Und noch ein Bömmchen. Oh ja, du musst gute Zähne haben. Ganz schön hart die. Das wird wahrscheinlich sein, die Alternative. Finde ich gut. Schokostick. Oben. Sieht das ein Kinofilm? Und der ist leider gebrochen. So sieht das von innen aus. Das ist eine Waffel mit Schokolade. Ja, zwei Boxen. Knusprig. Und schokoladig. Und lecker. Noch was dazu? Nein. Oh, knister, knister. Mit Knisper-Effekt. Cool. Das gefällt mir noch besser. So, jetzt haben wir noch zwei Sachen drin. Weiß ich mal, was hört. Knister, knister. Das gefällt mir. Ja. Das müsste ein Keks sein. Ja, ist ein Keks. Mit Schoko.
Schneiden wir mal wie ein Stück Pizza. Da müssen, glaube ich, noch eine Schokocreme drin sein. Oder sowas in der Richtung. Nee, das ist mehr durchsichtig. Könnte Marzipan sein. Mal sehen. So, wir waren das feucht und fluffig. Und auch lecker. Und so kommen wir zum letzten Produkt. Schokopie. Black Sugar Milk Tea. Kennt man ja auch, das kann man also zulassen. Sonst wird einem noch schlecht. Hier nehmen wir was trinken. Schmeckt auf jeden Fall sehr lecker. Ja, dann schauen wir noch mal in die Box-Information rein. Sobokos Bock Soporo. Cracker mit Kokosnuss. Ah, mit Kokosnuss ist das also. Das ist was mit Apfel. Kein koreanischer Snack. Hier ist die Algen-Snack. Ein koreanischer Snack, Mais-Snack, Matichakon. Almond-Schokostick. Tteokbokki-Snack. Ah, Tteokbokki-Snack sind das die. Die aus wie kleine Macaronis. Als erstes Palmöl. Schokopie, original Schokopie-Kuchen. Ah, ein Kuchen ist das also. Der hier. Dann haben wir die koreanische Snacks. Oh, Oikato. Kartoffelchips. Kann sein, dass sie dabei waren. Weiß schon nicht mehr. Dann haben wir die Insulmeki-Kekse. Die schmecken sehr lecker. Abgeschmiert. Entschuldigung, ich habe gerade einen Cut gesehen. Der Rechner ist wieder abgeschmiert. Das ist doch Mäuse melken. Ich habe schon immer nach Updates geguckt. Ich bin auf dem aktuellsten Stand angeblich. Auf jeden Fall, das war diese Box. Eine sehr schöne Box. Wenn die euch auch gefallen hat, ein Link ist in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr die auch bestellen. Es gibt auch noch die japanische und die amerikanische Süßigkeiten-Box. So, jetzt geht mein Handy auch auf den Nerv. Halt die Fresse, du blödes Teil. Mensch. Ich muss jetzt jedes Mal auf lautlos machen. Heute ist der Wurm drin. Ich bin mal. Vielleicht schneide ich das nachher zusammen. Scheiß Rechner. Und das mitten im Videodreh wieder mal. Das ist das zweite Mal, dass er abschmiert im Videodreh. Heute Morgen, wo ich gestreamt habe, war nicht ein einziger Absturz. Ah, ich muss ihn wirklich mal neu installieren. Wenn euch dieses Video trotzdem gefallen hat, auch wenn da ein Cut drin ist oder ein Zweiteiler daraus wird, ich weiß es noch nicht. Ein Däumchen wäre ein Träumchen, einen netten Kommentar, die Glocke aktivieren und ein Abo, falls ihr noch keins dagelassen habt. Kostet euch nichts, dann verpasst ihr nie wieder ein Video von mir. Somit wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende. Bis dahin. Ciao.